Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Eigentlich sollten wir alle die Tatsache feiern, dass Call of Duty Vanguard Geschichte ist, dass wir ein neues Warzone bekommen, dass Caldera Geschichte ist. Streichen wir das Jahr 21 bis Mitte 22 einfach aus unseren Gedanken, was Call of Duty Multiplayer angeht, und tun so, als wenn Sledgehammer nicht komplett reingeschissen hätte. Übrigens, ein finales Fazit zu Sledgehammer kommt in einem separaten Video morgen oder übermorgen, wenn ihr das hier seht. Aber wir haben ja noch andere Sledgehammer Games, die bisher stattgefunden haben. Und zwar im Prinzip die letzten bekannten für uns, Advanced Warfare, wo sich viele von uns denken, oh, okay, war jetzt nicht geil. Dann World War II, was ein halbes Jahr eine glatte 6 war und dann fast eine 1. Also nachdem dann Michael Condry und alle Verantwortlichen bei Sledgehammer nach 6 Monaten gefeuert worden sind und neue übernommen haben, hat World War II ja super viele Updates bekommen. Das Perk-System, dieses Klassensystem wurde verbessert. Man muss sagen, dass das Loot-System, wie man die Kisten bekommen hat, das Hauptquartier, also WW2 hatte wirklich sehr, sehr viele coole Sachen, die mir sehr gefallen haben. Und auch wenn es wieder ein Zweiter Weltkrieg-Setting war, war es noch zu einer Zeit, wo es noch ging. Vanguard war dann einfach nur ein Haufen Dreck, um ehrlich zu sein. Und heute kommen nagelneue Infos und eigentlich macht es, also ich verstehe noch nicht ganz, warum die jetzt heute schon gekommen sind. Wise Valve hat darüber gesprochen, Tom Henderson, der Inside Gaming, wir gucken uns gleich die Homepage an, gegründet hat, habe ich euch vor ein paar Videos erzählt. Genauso wie ich mal gesagt habe, lasst ein Like und ein Abo da, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Und ihr dürft nachher gerne eure Meinung dazu reinschreiben. Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare diesmal. Die haben heute berichtet, dass die Entscheidung getroffen wurde, Activision, auch wenn sie übernommen werden, wenn das so passiert, das ist noch nicht 100% sicher, steht ja trotzdem schon in der Planung der nächsten Jahre. Und wir wissen, MW2, 28.10. Übrigens, auf meinem Twitch-Kanal wird dann ein 24-Stunden-Stream MW2 stattfinden. Ihr seid herzlich eingeladen. Dann 16.11. Warzone 2 mit dem Z-Modus und allem. In 2 Jahren das neue Treyarch COD, Black Ops 5 oder wie auch immer es heißen wird. Und dann war eigentlich relativ sicher, entweder 2 Jahre später geht wieder Infinity Ward an den Start. Oder eventuell Sledgehammer. Und Sledgehammer scheint den Zuschlag bekommen zu haben. Ich nehme euch mit. Das hier ist jetzt von der Homepage What If Gaming. Ralph's Valve, das ist dieser Bre hier, hat da im Prinzip heute als allererstes drüber berichtet. Seinen Link stelle ich euch unten rein. Ihr solltet ihm auf jeden Fall folgen. Er hat immer sehr, sehr krasse, genaue Leaks und sonstiges. Und da wird darüber berichtet, dass Sledgehammer Games nicht im Jahr 2026, was wir alle mehr oder weniger erwartet hätten, sondern im Jahr 2025, also nur ein Jahr nach dem neuen Black Ops Teil, ich vermute es wird ein Black Ops Teil, schon mit Advanced Warfare 2 ein Sequel am Start sein wird. Eieieiei. Hier sprechen sie darüber, dass eigentlich der Plan ist, dass eben so Zweite Weltkriegs Games Richtung Sledgehammer gehen, so wie Modern Warfare 19, Modern Warfare 2, dass diese modernen Zeitalter-Shooter eigentlich Richtung Infinity Ward gehen sollen und Treyarch so zwischen modern, zukunftsträchtig, ihr wisst, ist eher so ein bisschen cartoon-mäßig, wenn man es übertreiben will. Treyarch hat ja schon immer viel mehr Wert darauf gelegt, dass der Fun im Hintergrund oder im Vordergrund ist, als die Realität. Und deswegen gibt es Fanboys für Infinity Ward, es gibt Fanboys für Treyarch CODs, es gibt Fanboys für Sledgehammer und. Und so wie das aussieht, hat Sledgehammer ursprünglich bis in den ersten Wochen von Call of Duty Vanguard den festen Plan gehabt, dass eben eine größere Geschichte aus Call of Duty Vanguard erzählt werden soll, dass ein zweiter Teil dazu kommen soll, wo die einzelnen Charaktere aus dem Vanguard-Universum sozusagen weiter vorgestellt werden sollen, wo die Geschichte weiter erzählt werden soll. Und Call of Duty Vanguard hat ja im Prinzip in einem futuristischen Ende eines Zweiten Weltkriegs stattgefunden. Und weil Vanguard so hart gefloppt ist, also wirklich so hart, wie man sich das nicht vorstellen kann, was diverse Gründe hatte, auf die ich in dem nächsten Video dann schon extra eingehen werde, hat man sich mit Activision zusammengetan und Sledgehammer musste ein Projekt vorstellen sozusagen, um den Zuschlag für ein neues Projekt, für ein neues COD zu bekommen und haben hin und her überlegt und haben dann die Überlegung gehabt, dass man mit all den Ideen, die man hat, gar nicht in den Zweiten Weltkrieg passt, sondern eher futuristisch.
Also gab es dann den Vorschlag von Sledgehammer, steht hier, brought to the table topic of advanced warfare, dass sie im Prinzip ein fast-paced advanced movement Shooter wiederbringen, so wie Advanced Warfare das war, was halt gefloppt ist. Infinite Warfare ist gefloppt, auch wenn es mehr Leute gut fanden als Advanced Warfare. Und BO3 hat es dann mit Treyarch wirklich rumgerissen. Also das Movement-System in Black Ops 3 war Zucker. Ich habe in BO3-Zeiten mit YouTube angefangen, mit Twitch angefangen, mit allem Möglichen. Also BO3 für mich eins der GOAT-Games of all times, wirklich. Und mit der Idee, was ich gar nicht glauben kann, dass die damit durchgekommen sind jetzt, hat man bei Activision gesagt, Sledgehammer Advanced Warfare 2, das ist eine gute Idee. Da ein Sequel, das ist eine gute Idee, das macht ihr jetzt. Und das schockiert mich zum einen, weil das schon in 3 Jahren ist. Auf der anderen Seite haben sie halt 3 Jahre Zeit für ein Game, aber da kann ich nur von mir persönlich sprechen. Ich habe jegliches Vertrauen in die Entwickler Sledgehammer Games nach Advanced Warfare, nach WW2, in den Anfangszeiten und Vanguard komplett verloren. Also wirklich komplett. Sie haben den Zuschlag aber bekommen mit dieser Idee. Das Ganze soll auf der neuen EW 9.0 Engine laufen. Das ist die Engine, die jetzt schon genutzt wird in MW2, die auch von Treyarch in 2 Jahren genutzt wird und die auch fortlaufend jedes Studio nutzen soll. Das heißt, ihr habt das ja oftmals schon gefühlt, egal welcher oder abhängig vom Entwickler des Games, Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer, war das Movement immer anders, das Gefühl war immer anders. Das soll sich jetzt ändern dadurch, dass das Gefühl immer gleich bleibt und sie haben tatsächlich den Zuschlag dazu bekommen. Es soll ein Advanced Movement COD sein. Nicht nur futuristisch, es soll kein Boots on the Ground sein. Das sind zumindest diese Gerüchte, die jetzt hier heute komplett rausgehen. Da ist, ganz wichtig, nichts 100% bestätigt. Also das würde mich auch wundern. Activision wird dazu erstmal nichts sagen. Und witzigerweise schreiben sie hier, es wird ein paar Fans doch ein bisschen skeptisch zurücklassen. Und es sieht jetzt wohl so aus, als wenn man sich komplett darauf geeinigt hätte, dass jedes dieser Studios seine eigene Nische fortführt. Also Treyarch wird in 2 Jahren mit ihrer eigenen Nische wieder in Warzone auch mit einsteigen. Der DMZ-Modus wird jetzt weiterentwickelt sein. Dazu kommt eben Sledgehammer futuristische Sachen, Infinity Ward aktuelle, moderne Sachen. Und so wie es aussieht, und das ist hier ganz wichtig, nur ein Jahr nach dem nächsten Treyarch Premium-Titel, was ja 2024 Cold War, Black Ops 5, COD, wie auch immer es heißen wird, sein wird, ist Sledgehammer schon drin. Das heißt, während jetzt Modern Warfare 2 2 Jahre halten soll, ist der Plan, dass dann das neue Game von Treyarch nur ein Jahr halten muss sozusagen, bis der neue Premium-Content kommt. Und dazu gab es dann heute auch noch einen weiteren Bericht, der eher ein bisschen zurückgeht, und zwar, dass im nächsten Jahr alle Maps, alle beliebten Maps aus Sledgehammer, Treyarch und Infinity Ward CODs als Map-Pack für MW2 droppen soll, was man käuflich erwerben kann. Das heißt, wir reden von das allererste Mal, dass man in einem Infinity Ward-Game Terminal, High-Rise, das Haus von Vanguard, keine Ahnung, Saint Marie du Mont von WW2 und gleichzeitig von Treyarch Nuketown spielen kann. Klingt für mich sehr, als wenn man bei SM Square, das ist ja das, was die Jungs von SM Square planen und releasen werden, nämlich ein COD-FPS-Shooter mit allen beliebten Maps. Als wenn man dem ein bisschen zuvorkommen möchte. Nichtsdestotrotz natürlich super interessant, dass man diesen Weg jetzt geht. A, dass plötzlich 2025 ein neues COD entwickelt oder rauskommen soll. Dass das Treyarch COD nur ein Jahr halten soll. Ich bin auch gespannt, wie es dann weitergeht. Und das ist zwar noch ein bisschen in der Zukunft, aber was jetzt beschlossen wird, da fangen die Studios mit dran zu arbeiten. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt, wie sich das mit diesem Map-Pack entwickelt, ob man da wirklich so 30, 40 Maps für 50 Euro kaufen kann und. Also sehr gespannt. Jetzt eure Antwort würde mich interessieren. Habt ihr Bock auf Advanced Warfare 2 oder generell Advanced Movement COD? Kann ich mir ehrlich gesagt noch schwer vorstellen, bei diesem Fokus, den man mittlerweile auf allen Sentinels hat. Und die Skill Gap in BO3 war unglaublich groß. Wenn du mit Advanced Movement gut umgehen konntest, hast du ganze Runden alleine dominiert. Gab natürlich auch kein Skill-based Matchmaking. Und wenn ich mir jetzt so einen Sentinel vorstelle, der mit so einem Jetpack umherfliegen soll und Wallrides machen soll, habe ich das Gefühl, dass das irgendwie nicht so funktioniert. Auf der anderen Seite, ein Skill-based Matchmaking Advanced
Movement Game stelle ich mir wie die absolute Hölle vor. Also für egal wie gut ihr seid, das stelle ich mir für keinen unterhaltsam vor. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Lasst gerne einen Kommentar da. Ich bin raus.